In der PCGA-Redaktion sind die neuen 21 zu 9 LCDs angekommen. Wir haben den von Philips schon mal aufgebaut und wir testen jetzt mal 20 Spiele. Wie denn da die Unterstützung ist, sieht man denn mehr bei so einem breiten Bildschirm. Unser Prakti Daniel musste die 20 durchtesten und wir zeigen euch jetzt mal 5 Beispiele. Das sind Positiv- und Negativbeispiele dabei. So, wir haben schon mal Battlefield 3 gestartet. Läuft gerade noch mit Full HD, also 1920x1080. Und ja, so sieht es halt bei jedem, fast jedem zu Hause aus. Und Daniel stellt jetzt mal um auf 2560x1080 und dann werden wir gleich sehen, ob wir mehr sehen. So. Das dauert ja gar nicht so lange. Aha! Und man sieht hier mehr und man sieht auf der rechten Seite auch mehr. Man könnte fast sagen, man hätte im Battlefield 3 die deutlich bessere Sicht mit einem 21:9 LCD und vielleicht sogar einen taktischen Vorteil. Als nächstes testen wir Crysis 3. Daniel hat es schon gestartet und wir haben hier einen schönen Anhaltspunkt. Hier stehen ein paar Kisten und in der 16:9 Auflösung ist halt hier Schluss. Daniel stellt mal um auf 21:9. Und ich kann es ja schon verraten, wir werden dann deutlich mehr sehen. Genau, vorne haben wir bis hierher gesehen und jetzt sehen wir sozusagen die Kiste daneben noch. Also, Crysis 3, 21:9 kompatibel. Das nächste Spiel bitte. Nach den zwei Action-Spielen nun das Strategiespiel Anno 2070. Wir haben es mal in Full HD gestartet und man sieht, wie man sieht, ne, die Häuser da. Und jetzt schalten wir mal um auf 21:9 in der Hoffnung, dass man mehr sieht. Jawohl, man kann es hier deutlich sehen. Gerade ging es bis hierher und jetzt wurde die Sicht hier erweitert. Auf der anderen Seite das gleiche. Anno 2070, auch 21:9 kompatibel. So, Daniel hat Black Ops 2 gestartet. Zunächst erstmal wieder in Full HD. Daniel, stellst du mal um auf 21:9. Und dann gucken wir mal, was das bringt. Jawohl. Auf jeden Fall ist die Auflösung auswählbar. Und man sieht, das Bild ist einfach nur gestreckt. Kein Vorteil in Black Ops 2. Schade. So, als letztes nehmen wir uns die Lara vor und obwohl das Bild gestreckt ist, läuft es noch mit 1920x1080 und es sieht halt aus, wie es aussieht. Und der Kollege stellt es mal um auf 265 und auf Bildformat automatisch. Das Bild verändert sich. Aber sehen wir denn mehr? Wir sehen nicht mehr. Lara hat sich kaum verändert. Also wir haben gesehen, in Tomb Raider kann man zwar die Auflösung auswählen, die 265x1080, aber das Bild wird einfach nur gestreckt, es gibt keinen Vorteil dadurch. Wir haben gesehen, 21:9 funktioniert nicht mit allen Spielen, da müssen die Spielehersteller noch ein bisschen nachbessern. Alle 20 getesteten Spiele gibt es dann in der kommenden Ausgabe, zusammen mit den Tests von den Monitoren, mit Reaktionszeit und Input-Lag. Bis zum nächsten Mal.